So, Leute, da sind wir beim nächsten Video. Und wie bei diesen Videos üblich, habe ich einen Robin dabei. Und wir machen heute Booster auf. Das haben wir uns irgendwann mal angefangen, ich weiß gar nicht mehr zu welchem Set. Ich glaube, es war hier Remaster von Time Spiral, dass wir gesagt haben, das kann gut sein, ja. Hey, wir wollen zusammen Booster aufmachen. Weil Double the Fun oder so. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ich weiß nicht, müssen wir dich vorstellen? Sollen wir dich vorstellen? Ja, Co-Host von Radio Ravnica, mach sehr, sehr sporadisch nochmal eigene Videos, aber davon kennt man mich. Und vielleicht, wenn ich die Außenwirkung nutzen kann, jeden Montag, vorausgesetzt ich bin da oder ich sag's nicht anders, gerne bei twitch.tv/gamerestreamed mal vorbeischauen. Yes. Da mache ich ab und zu auch mal was auf. Ab und zu labern wir auch einfach über Magic oder spielen was. Und je nachdem, wann das rauskommt, vielleicht bist du ja auch mal zu Gast. Richtig. Mal schauen. Richtig. Das kriegen wir auf jeden Fall mal hin. Und ja, wir machen heute auf Booster. Und zwar 6 Set-Booster. Yes. Von New Capenna. Streets of New Capenna. Und ich bin gespannt. Was hältst du vom Set? Jetzt so nach ein paar Wochen? Also ich war erst sehr kritisch. Ja. Dann gibt es so ein paar Karten, die ich extrem cool finde. Ja. Und im Großen und Ganzen, jetzt gerade thematisch, wenn man es halt eben aufmacht, glaube ich, ist da ein bisschen Value drin, was nicht zu unterschätzen ist. Ja. Und ich freue mich vor allen Dingen. Und ich freue mich gerade auch sehr auf die neue Liste und vor allen Dingen auf die Reprints von den Stranger Things-Karten, weil ich glaube, da hätte ich schon Bock, ein bisschen mit denen zu arbeiten. Vorausgesetzt, ich habe sie und ich wollte mir die Secret Lair damals nicht kaufen. Deswegen hoffen wir mal, dass. Was haben Sie gesagt? In jedem 8. ist eins drin, ne? Ja, müsste jedes 8. sein. Wir haben hier 12 Booster. Das heißt, wir haben mindestens eine dabei. Bin ich mal gespannt. Ja, das dann machen wir mal auf, ha? Ja. Ich fang an. Also, wir machen es immer so, wir machen die auch gleichzeitig auf. Und ihr werdet sehen, wenn, je nachdem, wo die Kamera hinzoomt, Spoiler, Spoiler, wo dann ein Hit ist. Aber das hat sich am besten bewährt, dass wir einfach drüber reden, was wir gerade aufmachen, was wir so sehen und was für coole Karten wir finden. Und natürlich, was für coole Game-Modes wir haben. Ich habe jetzt mittlerweile auch schon alle 3 gefunden. Und das Video dürfte schon online sein oder noch online kommen, relativ zügig mit Streets of Capenna. Dementsprechend freut euch schon mal da drauf. Und die Artworks, das ist so krass. Eine Artkarte. Ja, diese Artkarten, die sind jetzt aber auch quasi offiziell nicht viel wert. Außer die, wenn sie signiert sind, richtig? Ja, und selbst da sind es nur, ich glaube, nur ob Nixil ist oder so. Naja, okay, verstehe. Cutthroat Contender. Den man ja immer als Kopie von Obnixilus verwenden kann, wenn man den dann gezogen hat. Ja, genau, wenn man ihn denn gezogen hat, genau. Groundspear. Ich habe so ein bisschen bunt als Ding. Sie haben ja auch ein bisschen was an den Boostern wieder gemacht und Ich habe hier so eine, in diesem nicht Gilded Foil, aber in diesem Skyscraper Artwork, den Wreckish Reveler. Ich weiß auch nicht, was es ist, ne? Aber Multicolored-Karten in Common haben bei mir auch automatisch, denke ich, diesen wertvoller. Aber sind sie gar nicht. Sie sind halt eigentlich auch einfach nur reguläre Commons. Ja, ich finde das Artwork so geil mit dem Obnixilis drin, der Frau, die da so dranhängt. Ja, das sieht schon ziemlich cool aus. Und oh mein Gott, fangen wir mit was bist was, du denn? Was ist das? 3 Mana, 4/4 Wachsamkeit. Wenn ein Spielfeld kommt, tust du deinen Standard dann raus und bringst getappt ins Spiel. Kann nicht angreifen oder blocken, es sei denn, kommt bis 7 oder mehr Länder. Ich kenne die Karte nicht. Wie heißt sie denn? Topiria Stomper. Ich glaube ich, schon mal irgendwo gelesen, aber tatsächlich noch nicht gesehen. Vor allem nicht in Borderless. Also nee. Das muss ja. Wizards denkt, das ist eine coole Karte. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe Cabaretti Ascendancy. Einer der Ascendancies in der schwächsten Farbe. Und Foil, Plasma Jockey. Das ist ein krasses Booster gewesen. What? Wow. Okay, da habe ich noch einmal den Luxior und ein Courtyard in Foil. Wow, Die Courtyards finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Ich mag die auch. Also gerade für Pauper finde ich die super. Hier ist natürlich Kombo-Potenzial noch und noch. Ja, da haben wir drüber geredet im Podcast. Einer der besten Karten im Set. Ja. Neben dem Codex-Shredder, den niemand gesehen hat, wo? Genau, der Ledger-Shredder. Das ist so ein bisschen mein, dass ich hoffe, dass wir den heute irgendwie ziehen, weil ich brauche tatsächlich noch ein paar für meinen Greasefang-Deck. Oh, ich habe Full Art Land. Das ist, glaube ich, mein zweites, was ich allgemein überhaupt gezogen habe. Die sind seltener dieses Mal wieder, wo? Ja, und die sehen auch ziemlich komplex aus, jetzt, wo ich sie so live sehe. Das stimmt.
Nicht schlecht. Join the Maestros. Finde ich ja auch immer so limited, ist das schon eine starke Karte, ne? Ja. 5 Mana für potenziell 2/4/3er. Ja. Kann man schon machen in Limited. Auf jeden Fall cool. Weißt du eigentlich, dass es eine Uncommon gibt, die relativ viel wert ist? Ist das dieser Counterspell? Genau, dieser Counterspell, der dem Gegner irgendwie 2 Clues gibt, was halt nicht gibt. Ja. Das ist so nämlich gut. Und ich weiß nicht, wo man es spielt tatsächlich. Ja. Aber was ist du? Ich liebe einfach den Namen. Wack. Wack. Die Karte ist einfach wack. Ja, die ist einfach komplett wack. So, ja. Was willst du damit machen? Oh, Rocco Cabaretti Caterer. Das Artwork, ich liebe das Artwork. Ja. Weil, komm, fokussiere. Fokus? Fokus! Sie guckt so annoyed. Ja. Das finde ich so witzig. Es ist halt so ein, ich hasse meinen Job. Ja. Ich habe gerade einen halben Herzinfarkt bekommen, cool, als ich dieses Land hier in diesem Slot hatte. Oh, wow, ja. Es hätte cool sein können. Es hätte wirklich cool sein können. Meine Rare ist die Mysterious Limousine. Okay. Nicht das Vehikel, das Rare-Vehikel, worauf gerade alle stehlen. Was hast du? Der Underdog. Der ist cool. Der sexy Boxer. Der sexy Boxer, den man immer wieder blitzen kann. Deine habe ich jetzt schon gesehen in, Gott, wie heißt das? Hier, Greasefang, tatsächlich. Echt? Mysterious Limousine? Als One-Off. Ah. Ja, gut, ich meine, kannst ja alles reanimieren, wie du willst, ne? Genau. Und dann habe ich noch. What? What? Was ist das? Das ist Foil Even the Scourge. Even the Score. Und Even the Score die Mythic. Holy ist shit. Super broken. Ja, genau, ist Mythic. 3 blaue und X. Der kostet 3 blaue weniger, wenn der Gegner 4 oder mehr Karten gezogen hat, diese Runde. Das heißt, ihr zieht einfach für X Mana X Karten, wenn der Gegner einfach einen Brainstorm gespielt hat. Das ist so geil. Banane gut. Das ist eine richtig gute Karte. Krass. Das ist richtig cool. Ich habe ein Minigame, das Booster Blitz. Hast du die schon? Ja, wie gesagt, ich hab alle. Hier ist Strictly Better. Okay. Ich habe alle in Deutsch dieses Mal gemacht. Ja. Ich habe sie aus irgendeinem Grund in Deutsch bekommen auf dem Pre-Release. Und die sind dieses Mal, sind auch wieder nur 3 tatsächlich. Ja. Und immer noch keine Karte von der Liste. Wir haben 4 Booster aufgemacht und keine Karte von der Liste. Da müssen wir uns direkt mit Beschweren gehen, ja, tatsächlich. Okay, ich habe direkt die mysteriöse Limousine als Artkarte. Die hat auf jeden Fall Bock. Du hast schon wieder so ein Land. Cool. Nur die normalen. Davon habe ich nämlich auch fast keine, tatsächlich. Ja. Goldhound. Goldhound ist übrigens für Judges aktuell ein richtig, richtiges Problem. Wir hatten auf unserem Radio Ravnica Discord, hatten wir darüber jetzt eine Diskussion, weil er ja auch Treasure ist. Ja. Und was er mit Xorn macht. Und Xorn sagt ja, wenn ein Treasure-Token ins Spiel kommt, kriegst du einen Treasure. Und wenn du jetzt einen Kikiyiki hast, oder die neue Kikiyiki-Verzauberung, die dann ihn kopiert, bringst du einen Treasure-Token ins Spiel. Weil er ist ein Token, der als Typ Treasure hat und kriegst dafür einen normalen Treasure-Token noch obendrauf. Ja. Und das ist so verwirrend für die Leute. Surprise. Ja, natürlich. Aber immer wenn sie mit so Typen herumspielen, ne? Also das ist halt immer so die Gefahr. Cool. Oh, ich habe eine Commander-Karte. Vasi Keen Negotiator für Jund. Sagt mir gar nichts. Keine Ahnung. Also wer kann sich schon alle Karten merken aus dem Set? Stimmt. Du hast vor allem davor die wichtige Karte, die so unendlich schlecht geschrieben ist, die Magpie, dass alle denken, man exilt damit das komplette Board, was man nicht tut. Man exilt von jedem Spieler eine Karte. Ja. Das war's. Darauf wurde ich aufmerksam gemacht in der Commander-Runde, die ich kurz nach Release hatte, wie die Leute das halt so mich darauf aufmerksam gemacht haben, lest die Karte und sag mir, was sie tut. Und ich konnte es nicht richtig sagen. Ja, genau. Hier übrigens, das finde ich halt bei dem Set so ein bisschen seltsam, mit Zementschuhen, also Zementschuhe und bei den Fischen schlafen und so weiter. Es ist schon, es fühlt sich nicht so magic-ig an, wie es sich anfühlen könnte, meiner Meinung nach. Total. Und okay, ich habe noch Getaway-Car. Getaway-Car. Nice. Und Civil Servant. Es ist immer dieser Slot, wenn ich den so rüberziehe. Das ist Und als Rare habe ich, was bist du denn? Demon Dragon aus Jund. Ha. Mit Endstep kannst du eine Kreatur opfern und der kriegt Power und du kriegst Treasure Tokens. Also ich würde sagen, es ist ein Guildmaster, aber es ist natürlich nicht, weil es keine Guild gibt. What? Und eine geile Liste, holy shit. Also heute kann ich deine Booster auf jeden Fall nicht toppen. Noch nicht. Wir haben noch 3 und erfahrungsgemäß hitten wir beide extrem gut und hitten immer wieder hin und her. Dieses Mal haben sie vielleicht falsch gemischt, dass wir nicht 1-1-1-1 machen, sondern 3-0 und 0-3. Naja, also Hauptsache, es kommen coole Karten bei rum. Also. Ja.
Auf der anderen Seite muss man immer sagen, Booster aufmachen ist halt was, was wir halt machen, weil wir es uns leisten können, weil wir Spaß dran haben. Und auch gerade so ein Video, hier ist Boosterblitz, hinten auf einem Devil. Es ist halt was, wo ich sage, immer wieder den Leuten sagst so, hey, wo Leute sagen, hey, warum machst du das? Ich hab Spaß daran, nicht weil ich die Karten irgendwie haben will. Und es ist halt Content für uns, ehrlich gesagt, die meisten Streets of New Capenna Karten habe ich mir als Singles gekauft. Also das ist jetzt nice to have, aber nicht essential. Oh, ein Foil. Oh, wir haben beide Foil-Lands. Ja. Wenn das aber nicht ein gutes Zeichen ist. Du hast eine Insel, was immer cooler ist als ein Forest. Ja, das stimmt. Rocks, Social Pummer, Climber. Findest Price du eigentlich auch, dass dieses Artwork sieht so ein bisschen aus wie Das ist doch der oder die Künstler. Die das von Timmy und Spike und so das Artwork gemacht hat? Nein, das ist Faithless Looting und Cultivate aus Strixhaven Artwork. Ach, crazy. Das ist die dritte Chance, die dieser Künstler, diese Künstlerin bekommen hat. Aber es ist eine coole Karte. Also ich mag das Artwork. Schon wieder dieser Mist. Also Rhinos sind ja ohne Ende drin, nur. Ja, sie haben sich auf jeden Fall Mühe gegeben, nicht nur Humans reinzunehmen, was ich respektieren kann. Das stimmt. Oh, ein Maestros de Charme. Ist nicht schlecht. Ist gut. Kann ich gut gebrauchen. Shattered Seraph. Und hier, Errant. Die mit dem auch so einem weirden Text, wo keiner versteht, was sie tut. Wo weirde Regelsachen passiert. Was ich habe schon wieder so einen halben Herzinfarkt. Es ist immer, die ganzen hatten jetzt so ein Land da drin. Gott. Ein Obscura Charm. Und eine Obscura Ascendancy. Naja, okay. Ich habe sonst noch einen Psionic Snoop. Ja. Als Common Foil. Dick up the Buddy. Okay. Also die Namen bei Capenna sind wirklich on point. Und auch hier, bester Token. Das ist einfach der geilste Token, dieser Fisch, der nicht geblockt werden kann. Das ist einfach der geilste Fisch. Der geilste Token. Und das sieht schon cool aus als Karte. Ja, das stimmt. Ich finde auch die Artkarten, wie gesagt, ich finde sie nicht schlecht, aber sie sind halt leider wertlos. Ja. Hast du sie lieber hochkant oder seitlich? Ich finde hochkant halt cool, weil das kannst du halt wirklich effektiv als Proxy benutzen. Die seitlichen das gehen stimmt. halt super das schlecht stimmt. dafür. Das oh stimmt. mein dafür Gott. Sind die seitlichen auf jeden Fall nicht so gut. Das ist geil. Ja. Die in Foil sind, glaube ich, auch sehr selten, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe bisher noch nie einen gezogen. Deshalb vermutlich. Was ist das denn? Wow. Also Fixing würde in dem Pack auf jeden Fall gut funktionieren. Noch mehr, was ist das denn? Ja, du hast einfach, das ist dein Theme quasi. Die ersten vier Karten sind vier einfach Karten die Fetches. Mein Land. Geil. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ach ja. Silence. Ich finde so ein bisschen, die Namen sind so ein bisschen unkreativ geworden. Ne? Also Fatal Grudge habe ich hier. Ich habe hier Forge Boss. Ich muss auch sagen, in Kamigawa gab es, glaube ich, diese Uncommon, diese Enormous Energy Sword, wo ich denke, okay, ihr beschreibt jetzt einfach nur noch, was im Artwork ist. Ja, ja, ja. Das könnte auch genauso der Proxy-Titel sein einfach. Ja. Glamorous Outlaw. Depopulate. Ist eine gute Karte. Das ist eine richtig gute Karte. Each player who controls a multicolored creature draws a card, then destroy all creatures. Okay. Ja, das ist ich finde es auch krass, dass 4 Mana Wraths einfach im Standard nicht mehr gespielt werden. Nicht mehr so nicht mehr krass wichtig. Sind. Die sind common. Ja, die sind nicht mehr wichtig, ne? Ich habe übrigens schon wieder ein Herzinfarkt. Also, das kann ja nicht, das kann echt nicht wahr sein. Irgendwann muss doch auch mal eine neue Karte dabei sein. Bist du denn Ognis the Dragonlash? 4 Mana 3-3 Eile. Create tapped creature. Hey. Ist es Commander-Karte oder? With haste attacks. Ne, ist eine ganz normale. Strange. Ah. Und ich hab verschiedene Sets. Ich habe nur eine Werbung für, was eine Listkarte sein könnte. Ist halt. Ja, also, okay. Das ist halt krass. Don't troll me, Wizards. Ja, wir haben neulich noch darüber berichtet, wie cool die Liste jetzt geworden ist. Ja? Jetzt ziehen wir keine Karten. Also, ich habe eine Karte aus der Liste. Das ist eine gute also gewesen, Booster aber also, ich habe ja auch schon wieder keine Listkarte. Na, bei mir könnte es theoretisch eine sein. Ja, da es keine Double-Face-Karten gibt, hast du eine List-Karte. Das ist nice. Ich bin mal gespannt. Oh, schon wieder ein Foil Island an meiner Seite. Rift Tier Initiative. Cabaretti Initiative. Brokers Initiative. Obscura Initiative. Es hört nicht mehr auf. Da hast du dein Team. Geil. Ach ja. Hier, Enough or you can't refuse. Ah, das ist die ist so ein paar Cent aber auch nur. Ja, wert, 60, 70 Cent ist schon okay. Ja, ist schon für eine Ankam. Für eine Ankam auf jeden Fall.
Republic. Oh, Enemy. Crew Captain einmal im normalen und dann auch noch mal im Skyscraper Artwork. Geil. Mythic Time. Was haben wir hier? Kit Kanto, Mayhem Diva. Eine Cabaretti Commander Mythic. Ja, zweite. Ich habe noch gar keine Commander-Karte. Du hast zwei. Genau. Und Maestros Ascendancy. Ja. Und Pyre Sledge Arsonist. Und die Listkarte ist. Ey, es ist ein Stranger Things. Ah, ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Das ist der Vernok. Vernok Rider. Den habe ich, glaube ich, noch. Das ist, ja, aber die sind cool. Ja, vor allem. Ich finde es witzig, dass jetzt halt normale Karten sind und da steht jetzt einfach so Friends Forever drauf. Ja. Nein, was hast du? Ich habe einen Triom. Ey, sehr cool. Eine Endless Detour, ich weiß nicht mehr was. Puts it on top of life. Okay. Und Cast the Joint. Also, also, was? Okay. Lassen wir das. Ja. Leider keine Listkarte. Gute Listkarte. Aber hier sieht man mal wieder, man hat manchmal ein, zwei gute Hits mit Boostern. Ja. Man muss es nicht haben. Kann auch so Booster haben. Und dementsprechend hoffe ich trotzdem. Booster sind immer ein Gamble. Also Booster sind wirklich immer ein Gamble. Und nur weil unsere Booster-Openings ab und zu mal richtig geil sind und wir uns das mega natürlich drüber freuen, heißt das natürlich nicht, dass das immer ein Garant ist. Also wenn ihr euch Booster kauft, seid ihr am gesündesten, glaube ich, dran, wenn ihr abgeschlossen habt, dass das Geld weg ist. Ja. Und wenn ihr dann was Cooles zieht, umso besser. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr Spaß hattet, könnt ihr das Video gerne positiv bewerten, dem Kanal ein Abo dalassen. Schaut auf jeden Fall auch bei Robin aka Gamery vorbei, damit ihr keine Folge Radio Ravnica verpasst und wenn neue Folgen kommen, sowieso nicht von Robin. Und ihr könnt natürlich bei ihm auch auf Twitch vorbeischauen. Ansonsten Instagram, Facebook und so ist alles unten verlinkt in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Robin, danke, dass du dabei warst. Das war mega. Sehr, sehr gerne. Und wir haben ja gar nicht mehr so lange, bis wir das wieder machen. Ich weiß nur nicht, ob wir 6 Booster für Double Masters machen. Bin ich mir noch nicht sicher. Ich weiß nicht, ob ich mir das leisten kann. Oder ob ich dafür einen Kredit aufnehmen muss. Dafür. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Alexei. Ciao, ciao. Ciao.